Hallo Lieben und herzlich Willkommen, ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich wollte euch heute ein ganz kurzes Update-Video zeigen, denn ich habe euch vor einiger Zeit schon mal meine Side-Close-Box gezeigt. Die öffnet sich so und hier kann man schon was verpacken und ich habe jetzt, also ich habe euch drei verschiedene Arten gezeigt, diese beiden kann ich euch mal noch in die Kamera halten und ich habe jetzt das gleiche nochmal gebastelt, aber in der Nummer größer und zwar nehme ich jetzt mal die hier zum Beispiel, also die ist jetzt auch anders dekoriert für einen Mann, hier sieht es gleich. Die kann man auch hier aufmachen und da kann man so eine große Verpackung verpacken. Also so eine große Süßigkeit. Die hat jetzt eine Höhe von 3 cm und ich habe einfach die gleiche, also wie ich genau das gebastelt habe, das verlinke ich euch jetzt hier oben in dem, unter dem weißen i. Da seht ihr, wie ich diese kleine Box gebastelt habe. Und jetzt im Vergleich dazu seht ihr, wie ich die große Box gebastelt habe. Also wirklich um einiges nochmal größer, viel höher. Und ich zeige euch nur ganz kurz, wie ich die Maße umgeändert habe, damit ihr das auch nachbasteln könnt. Aber die ganz genaue Anleitung, die seht ihr, wie gesagt, unter dem Video von dieser Side-Close-Box. Und hier habe ich jetzt noch ein paar andere Farben. Das ist jetzt in Kürbisgelb, in Himbeerrot und in Terrakotta. Genau. Und wie gesagt, die männliche Variante, die ist in Bermuda-Blau. Mit Blau kann man das schön gestalten und für einen Mann mit auch einem älteren Stempelset, aber das fand ich total super schön und wollte es euch noch kurz zeigen. Genau. Und jetzt zeige ich euch noch kurz die Maße. Ich hoffe, ihr könnt mein Geschmier lesen. Das ist jetzt keine perfekte Anleitung, aber ich habe hier, das Papier hat 29 x 26 cm, steht hier. Und ich habe diese 29 cm Seite einmal gefalzt bei 3 cm, bei 13, bei 16 und bei 26 cm. Und die kürzere Seite, die 26 cm Seite, habe ich gefalzt bei 3 cm und bei 23 cm und geschnitten, das ist diese Linie hier, bei 13 cm angelegt. Also wie genau das funktioniert, das seht ihr, wie gesagt, in dem anderen Video. Da seht ihr auch genau, wo ihr schneiden müsst, wo ihr stanzen müsst. Aber falls ihr das auch in größer basteln wollt, dann habt ihr hier die Maße dazu. Und alles andere ist genauso wie in dem Video, das ich euch gezeigt habe. Ja, so ein ganz kleines kurzes Update, falls ihr das auch mal braucht, dass ihr so eine größere Verpackung habt und die verbasteln, die einpacken wollt. Hier ist das Maß von der Box 9 cm und die Höhe ist 1,5 cm und bei der großen Box ist hier die Breite 10 cm und wie gesagt 3 cm, dass ihr das super unterbringt. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Vielleicht braucht ihr gerade so eine Box und die ist wirklich total cool, weil sie sich so von der Seite öffnen lässt. Und ja, wie gesagt, viel Spaß beim Nachbasteln und bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal, drückt diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Tschüss!